Bleibt das hängen? Deaktivieren. Immer mal Sicherheitssystem deaktiviert. Millionenfrage. Wenn ich dir sage, dein Ersatz ist eine KI, würdest du A. lachen oder B. vor Wut in den Tisch beißen, weil die ganze Welt durch Roboter ersetzt wird? Was? Eine hässliche Geschichte. Offenbar wollte ein Technologieunternehmen jeden in deiner Branche arbeitslos machen. Aber DedSec hat die KI gestoppt. Danke. Bei DedSec ist jeder willkommen. Lust beizutreten? Gott, diese Schleichwerbung, Alter. Bin dabei. Cool. Rekrutierung abgeschlossen. Kann ich den jetzt spielen? Warte mal, kann ich den jetzt einfach zocken? Warte mal, erstmal will ich hier kurz hin. Zum Wechsel gedrückt halten, ja klar. Neuer Charakter. Anaman, moin, was geht? Neuer Charakter freigeschaltet, nice. Oh Gott, den will ich mal zocken. Ich will mal gucken, wie der ist. Ich will mal kurz gucken, wie er spielt. Ich will auch gerne mal Kleidung kaufen mit ihm. Ich glaube, im Anzug steht ihm sehr gut. Spawn hier ist eigentlich komplett random irgendwo auf der Welt, wo er gerade war, wie in GTA. Ein weiteres Mitglied für die große Party. Willkommen bei DedSec. Allerdings, ich bin bereit, das durchzuziehen. Großartig. Alter, deine scheiß Stimme passt überhaupt nicht zu dir, aber okay, Bro. So, jetzt bin ich er. Ach komm, er geht einfach weg. Nice. So, hier oben war noch ein geiler Shop, den würde ich mir nochmal angucken. Vielleicht kann ich ein bisschen swaggy Stuff kaufen. Das ist für eine beschissene Stimme. Ja, ich weiß, passt irgendwie überhaupt nicht zu ihm, ne? Aber wir können ihn noch ein bisschen hipstermäßig anpassen, dann dürfte es, glaube ich, passen. So, Oberteile hier, let's go. Oh mein Gott, ich bin pleite, sehe ich gerade. Scheiße, ich bin arm. Komm, ich bin arm, Digga. Der Bart muss weg, der Bart muss nicht weg. Der Bart sieht cool aus bei ihm. Ist ein God of War-Fan, Digga. Er mag halt Kratos. Warte, habe ich jetzt eigentlich die Kleidung von dem anderen Charakter auch für ihn? Ja, nice. Gebe ihm schon mal direkt das hier. Masken, boah, der könnte die haben, ne? Oh mein Gott, guckt ihn euch an, Junge. Bad Boy. Aber das sieht auch ganz cool aus, oder? Den habe ich schon bei dem anderen. Ich würde gerne für jeden Charakter einen anderen Helm nehmen. Der passt zu ihm. Mit dem dunklen Oberteil und allem drum und dran. Heftig. Gesichtsmodell. Corona-Maske. Man kennt ihn. Nee, da würde das schon so. Oder was ist mit deiner Hose gerade passiert? Ist aber despawned oder was? Kleidung. Habe ich nichts. Handaccessoires. Genau, dann kriegst du auch noch die Dinger hier. Die gehören zu uns. Das ist unser Stuff einfach. Schon wieder! Einfach seine fucking seine Schuhe sind einfach despawned. Warte mal, wie sieht's aus, wenn ich jetzt alles einfach ablege? Lass mich mal ganz kurz gucken. Kann ich jetzt einmal hier einfach alles wegmachen? Bruder, der Kopf, ne? Und der Körper. Der ist ja aus wie ein NBA-Fighter. Kann ich jetzt einfach hier so rumrennen? Interagieren die Leute mit mir? Sehen die, dass ich nackt bin? Du hast nichts zu sagen zu einem nackten, weißen Typen, der einfach hier rumrennt? Nee? Conor McGregor. Stimmt, ist ja aus wie McGregor, Alter! Conor fucking McGregor, Digga. Let's go, Junge, ab in den Ring, Junge, MMA Fighter, let's go, Digga. Scheiße. Oh Gott, Alter, stell dir mal vor, Junge, er wird so rumrennen. Einfach einen Anzug noch drüber. Oh, dieser Kragen, ne? Bruder. Stimmt, das sieht cool aus, aber ich kann mir nichts leisten, Junge, weil ich so arm bin in diesem Spiel. Meine Armut kotzt mich mittlerweile selber schon an. Naja, wir rüsten mal was aus, ne? Oh mein Gott, ich hab keinen Schritt. Der ist weg. Ich hab nur noch Beine. Und Oberkörper. Halber Raymond. Ich nehme auf jeden Fall die Jacke, weil ich die mega cool finde. Dann nehmen wir hier wieder Standard. Standard. Und Standard. So. Jetzt sehen wir cool aus. Cool wie eh und je. Das klären wir einfach mal hier rüber, weil wir cool sind. So, warum kann ich das Ding hier nicht einsammeln? Laut der Karte ist hier irgendetwas zum Einsammeln. Genau hier an dieser Stelle. Aber hier ist nichts. Das belastet, oh mein Gott. Junge, einerseits nervt es mich, dass ich überall was anderes kaufen kann, aber andererseits will ich überall reingehen und gucken, was ich da kaufen kann. Der Typ soll einfach seine Fresse an, dann passt das schon. Digga, das sind Begriffe hier, okay? Aber jetzt mal ernsthaft, schaut ihn euch an. Wenn nur so ein Typ vor dir steht, dann rechnest du nicht mit so einer Stimme. Du rechnest einfach nicht damit. Das passt halt überhaupt nicht. So, wo muss ich jetzt hin? Wahrscheinlich wieder zum anderen Ende der Karte, nicht wahr? Sabotage betreiben. VIP neutralisieren. Boah, ich würde gerne einen VIP neutralisieren. Lass mal das machen. Da hab ich Bock drauf. 300 Meter in diese Richtung. Okay, gut, dann machen wir. Nee.
Kennst Korpse? Korps? Korpse? 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 Keine Ahnung, was es ist. Ich brauch noch irgendeinen. Also ganz ehrlich, ich brauch noch irgendeinen schwarzen Dude, der richtig muskulös ist und einfach alle die Fresse poliert. So einen will ich nur haben in meinem Team. So einen brauchst du einfach. Einfach so einen richtigen Schrank, der einfach alle wegknüppelt. Aber das Stärkste in der ganzen Gruppe. Lol. Was bist du denn hier? Technik-Jesus? Warte mal, du könntest mein John Wick werden. Ich wollte noch mal John Wick in diesem Spiel machen, aber nee, sieht nicht so danach aus. Der hat so eine geile Stimme, okay. Kenn ich nicht. Okay, cool. Bestimmt, warte mal, ich spare mit ihm Geld, ne? Der wurde von PewDiePie gepusht und jetzt hat er 3,9 Millionen Abos. Sagt mir auch überhaupt nichts. Schon wieder so ein runtergekommener Typ. Was? Startet die Drohnen-Selfie-Challenge? Okay, cooler Typ. So, ich muss noch ein VIP ausschalten. Am besten tun wir das mit, ja, diesem Vehicle. Guck mal, wie das steht. Das steht einfach anders als alle anderen. Das passt zu uns. Das ist einfach Gangster, so wie wir. So, da düsen wir jetzt hin. 200 Meter in diese Richtung. Ich fühle mich wild mit diesem Motorrad. Ich fühle mich wild einfach. Ich bin Gangster. Oh Gott! Okay. Das war cool. Ey, schick die Knarre weg, Alter. Was ist mit dir? Jesus, Alter. Warte mal, ich kann ja mal eine Drohne holen. Na klar, Drohne, komm ran. Ah, die ist schon direkt da. Perfekt. Drohne ist nicht durchgerät, die ist cool. Das ist meine Drohne, das ist mein Haustier. Kappen. Lol, die Drohne ist mein VIP-Ziel? Gott, das ist bestimmt heftig, ne? Ich find's komisch, dass sie einfach hier rüberdüsen kann. Aua, ich hab keine Deckung hier oben, ich bin scheiße. Warum mach ich. Oh mein Gott. Ich bin sowas von tot! Zum Glück habe ich Permadeath ausgestellt. Was mache ich hier gerade? Digga, ich mache dem Ding gar keinen Damage. Was zur Hölle mache ich hier? Ich dir hier ein, du Kackding. Die armen Typen, die dort stehen und jetzt eine Drohne am Kopf kriegen. Oh shit. Sei doch menschlich und hör auf, mich zu schießen, du Arschgeige. Ich muss mich irgendwie... Ich bin gefickt, ich habe keine Waffe, ich habe nichts, ich bin gefickt. Kann ich Propangasflasche nach ihm werfen oder sowas? Nö. Ja, ich würde sagen, wir kommen später nochmal her, ne? Jetzt müssen wir heute mehr her. Kappen. Scheiße. Junge, ich brauche irgendwas Stärkeres, ich brauche irgendwie eine fette Waffe oder sowas. Aber ich dachte auch mit VIP-C, dass da ein Mensch auf mich wartet und nicht eine scheiß Drohne, die mich umbringen will. Komm, ich stehe einfach über den Leuten. Arsch, du hast gar nichts gesehen. Hier. Rückwärtsgang. Ah, perfekt. Was ist mit dem Ding los, Alter? Los, ausschwärmen und suchen. Jo, was ist mit dir? Ich hab dich gar nicht gehackt, Alter. Was machst du denn? Ah, shit. Ah, oh, mein Fuß. Ah, shit, schon wieder. Hörst du auch einfach mal auf? Ich will dich mitnehmen. Ah. Junge, jetzt bleib stehen, du Kackding. Was ist mit dir? Vorwärts. Ja, toll. Jetzt hat das Ding so einen weg, Alter. Das Spiel ist so cringe. Nein, der zweite Teil war cringe. Na, wo bist du hin? Zu Hause. Ich glaube, hier ist niemand. Ja, hier ist wirklich niemand. So, die Mission ist, lass mich mal kurz gucken. Wow. Wie viele Kilometer bist du entfernt? Gott sei Dank. Ach, nur 3 Kilometer. Nice. Nice, easy, let's go. Kommt die Motorräder hier wieder schneller sind als die Autos. Oh mein Gott, das Sound hier vorne. Bruder. Oh, guck mal, da ist sogar kein Mensch drin. Das ist AI gesteuert. In dem A da vorne. Klau ich doch direkt. Let's go, Alter. Zeig mal, was du drauf hast, du Karre, Junge. Sieht aus wie ein Bugatti, Bruder. Das Ding sieht aus wie, was weiß ich.
Es schreit einfach, ich hab Geld. Mein Gott, und es fährt sich wie ein Haufen Scheiße. Mit zwei Rädern, mit vier Rädern dran. Oh. Junge, warum steuert sich das Auto so beschissen? Nein, nein. Junge, das pfeift aber auch aus dem letzten Loch, ne? Nein, das ist ein Bullenauto. Okay, einfach gestreift, juckt ihn gar nicht. Lackkratzer. Easy. Kredit bezahlt. Nein, verpiss dich. Oh shit. Find's cool, dass es niemand interessiert, dass ich einfach durchballer, ne? Fahrerflucht. Digga, ich hab niemanden überfahren. Wieso, von wem soll ich fliehen? Bis jetzt bin ich noch ziemlich gut durchgekommen. Hätte ich mich mal erst sehen sollen, habe ich irgendwie gefühlt den ganzen Menschenmasse durchgeballert. Ohne dass es auch nur irgendjemand gejuckt hat. Aha. Oh. Mann, diese Steuerung ist so beschissen. Wie kann ein Spiel, was 7 Jahre alt ist, wie GTA 5 eine bessere Steuerung haben als dieses Spiel, was jetzt rausgekommen ist? Jo, dazwischen liegen einfach 7 fucking Jahre. Trotzdem ist GTA 5, was Autosteuerung angeht, einfach 1000-mal besser. Es gibt bestimmt diesen einen Typen bei Ubisoft, der sagt, ja, Watch Dogs 1 hatte eine gute Autosteuerung. Lass uns einfach mal so, ne, für die nächsten beiden Teile. Der Typ soll sich mal sonst wo reinficken, Alter. Das gefällt mir ja überhaupt nicht gerade. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wieso die das nicht hinkriegen. So, der erste Teil war schon scheiße, was Autosteuerung angeht. Da dachte ich so, okay, der zweite wird besser, weil im zweiten haben die genauso reingeschissen, was die Steuerung angeht vom Auto. Und jetzt hier der dritte Teil, ich meine, what the fuck, Alter, was ist denn mit denen? Da muss doch irgendjemand sagen, mir gefällt das so und dann bleibt das so. Also, das kannst du mir nicht erzählen, dass sie daran arbeiten. Es fühlt sich halt genauso an wie damals in anderen Watch Dogs-Teilen. Einfach beschissen. Du fühlst dich einfach, als ob du irgendwie... Manchmal fühlt sich das Auto an wie ein Panzer, danach dreht das Ding einfach sofort nach links innerhalb von Millisekunden. Ganz merkwürdig. Kein großer Fan von. Wenn es ein Facebook-Post wäre, würde ich das liken, ganz ehrlich. Komm, der hat auch diese Frisur. Tänzer! Holy shit. Was ist mit der Musik auf einmal, Leute? Ich habe noch niemanden umgebracht bis jetzt. Bestes Sicherheitsteam EU-West. Jo, ich bin direkt vor Ort. Theoretisch sollte es mir die AR-Rekonstruktion ermöglichen, Überwachungsdaten aus verschiedenen Quellen zu nutzen, um vergangene Ereignisse nachzustellen. Greife auf ein Datenrelais zu, dann kann ich die Metadaten für dieses Gebiet abrufen. Du siehst mich nicht. Hackerman hat zugeschlagen. Stimmt, ich bekomme jetzt Geld, wenn ich die umbringe mit ihm, ne? Stimmt, ich kann Geld jetzt grinden. Uff. Aber Schusswaffen kann ich trotzdem noch nicht mitnehmen. Interessant. Du drehst dich jetzt um. Und bam! Bam! Yes. Cash. Jo, du sollst sie ausknocken und nicht umbringen. So, die Militärleute hat er einfach ausgenockt und diesen random Typen, der hier rumsteht, einfach Genick gebrochen, Alter. Weg mit dem, Alter. Beerdigung, Junge. Meine Fresse, Alter. Das war's. Dann testen wir mal diesen feuchten Traum der Autokraten. Was? Feuchter Traum? Was? Was ist das denn hier vorne? Oh mein Gott, hier seid ihr auch noch welche. Wirklich, dieser ausgebildete Militärtyp hat nur 6 Dollar in der Tasche? Was ist das für eine arme Sau gewesen, Alter? Find ich nicht noch mehr. So, lass mich mal hier gucken. Ja gut, vielleicht war es auch einfach nur Ende des Monats, ne? Deswegen hat er nichts mehr gehabt. Das kann natürlich auch sein. CTOS AR, Data Reconstruction in Progress. Scheiße. Scheiße, meine Dinge. Die scheiß Zukunft ist jetzt, Bro. Genau, diese super coole Technologie, die ich haben will, brauchen wir unbedingt, um Zero Day zu verfolgen. Scheiße, ich kann sie nicht auf unsere Server klonen. Okay, greif hier auf das Netzwerk zu, dann finde ich schon raus, wo wir sie herkriegen. Der sieht cool aus. Uniformierter Zugang. Albion-Orte. Oh, Bruder. Mit dem Schnauzer? Der sieht aus wie ein echter Mann. Den könnte ich gebrauchen für mein Team. CTOS Hub lokalisiert. Eigentlich auch, ne? Ich bräuchte eigentlich beide. Ich speichere mir ihn hier erstmal ab. Weil mit seinem Schnauzer, er sieht einfach männlich aus, Alter. Männlich as fuck, Alter. Den brauche ich meinem Team auf jeden Fall. So, warte mal. Wo komme ich hier weiter? Ach, hier hinten. Komplett unauffällig. Einfach so ein Typ mit einer Maske. Der bestimmt nichts Böses im Schilde. Der ist einfach nur ganz. Der ist ganz der Typ wahrscheinlich. Aha,
Der SARS setzt diese Technologie in seiner Zentrale ein. Und ich habe jetzt das Handbuch, wie man das System einrichtet. Und jetzt verschwinde. Wie willst du ihr Spielzeug stehlen, wenn du in einem ihrer Gulags hockst? Hat er recht. Hat er recht. Oder komme ich hier rein? Sesam, öffne dich. Entsperren. So, Hackerman. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwie raten. Okay, er war einfach aufgemacht. Okay. Vielleicht habe ich schon oft gesagt, aber es nervt mich trotzdem, dass ich zwei Tasten drücken muss, um eine Tür zu öffnen. Ich weiß nicht, ob ich das noch sagen werde, aber ich werde es wahrscheinlich noch öfter sagen. Es geht ab. Mein Gott, du bist böse. Oh, Dropkick. Okay. Ehre genommen. Ehre absolut genommen. Bruder. Schatz, alles klar? Lass mich helfen. Na, der ist netter. Den knock ich nicht aus. Nicht, dass ich den wieder aus sind, sein Genick breche. Bro, ich will diese AR-Technologie. Du bist einfach so sensibel. Was muss ich dafür tun? Das Programm ist auf einem Server auf dem Dach der SARS-Zentrale. Du musst ihn dir einfach nur schnappen und in ein paar Ballungsräume bringen, damit ich ihn neu auf das DedSec-Netzwerk kalibrieren und meine eigene Version klonen kann. Du meinst den Server von dem Scheißdach holen? Ja, geniale Idee. Wir brauchen jemanden mit Zugriff auf eine Fracht oder Baudrohne, die ihn da runterfliegen kann. Die perfekte Gelegenheit, ein echtes Schwergewicht zu rekrutieren. Okay, cool. Rekrutiere eine Bauarbeiter. Ein Schwergewicht, ja? Was soll das bedeuten? Dann strengen wir mal unsere Gehirnzellen an. Also, wer hat denn in London Zugriff auf eine Baudrohne? Vielleicht jemand, der beim Bau arbeitet? Ach, was du nicht sagst, Bex. Ups. Das war doch nicht so schwer, oder? In der Nähe ist eine Baustelle. Ich wage zu behaupten, dass du dort wahrscheinlich jemanden zum Rekrutieren finden wirst. Hier sind die Koordinaten. Okay, let's go. Ich wette, es gibt sicher irgendwo einen Mr. Robot Easter Egg. Natürlich gibt es einen Mr. Robot Easter Egg. Also das in so einem Hackerspiel nicht zu nutzen, wäre halt... Also, ist keine Ahnung, es wäre halt ziemlich wack. Es wird auch safe ein Zurück in die Zukunft Easter Egg geben. Ich meine, der zweite Teil war gefühlt voll damit. Also es wird safe Mr. Robot Easter Egg in diesem Spiel sein. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo bestimmt. Oh Gott, bei Nacht sieht die Stadt so geil aus, ne? Warte mal, ist der erste Tag, glaube ich, in diesem Spiel. Ich glaube, es ist noch nicht einmal dunkel gewesen bis jetzt. Wir haben 20.07 Uhr gerade in Game. Ja, guck mal, die Zeit vergeht richtig langsam dort. Lilas, guck mal, jetzt zack, ein Drittel vergangen. Was geht ab, ihr Typen, die hier rumlungern? Ich brauche einen coolen, ne? Beruf, check. Drohne, check. Einzigartige Sieht nach einem Volltreffer aus. Sehr vielversprechend. Sind die alle gleich? Oho, eine echt starke Drohne. Also die dazugehörige Person scheint auch ganz okay zu sein. Beruf, check. Drohne, check. Also sie haben alle dieselbe Fähigkeit, Alter. Sehr vielversprechend. Es gibt sogar ein Watch Dogs Easter Egg in der Serie. Pass auf, Digga. Wahrscheinlich gibt es sogar noch Watch Dogs Easter Egg in Watch Dogs. Oho, eine echt starke Drohne. Also die dazugehörige Person scheint auch ganz okay zu sein. Sehr vielversprechend. Oho, eine echt starke Drohne. Ich nehme sie einfach mal mit. Also die dazugehörige Person scheint auch ganz okay zu sein. Ja, komm. Nicht ablenken. Ach, scheiße, wollte ich sie anheuern. Ich möchte mir die Augen mit Seife auswaschen. Tut mir leid. Wollte jetzt nicht ein Dickpick schicken, okay? Es war aus Versehen, bin auf die Taste gekommen. Du siehst knallhart aus. Denkst du drüber nach, London zurückzuholen? Oh, du bist von DedSec? Spitze. Ich könnte nämlich eure Hilfe gebrauchen. Wir gucken, was wir tun können. Worum geht's? Ich konnte eine Arztrechnung nicht bezahlen und Clan Kelly bot Hilfe an. Jetzt arbeite ich meine Schulden ab. Aber sie erhöhen den Betrag ständig und ich komme da nicht raus. Ich dachte, sowas darf man gar nicht. Könnt ihr mir helfen? Gut. Wir haben das im Griff. Doch klar haben wir das im Griff. Doch klar. Klar. Easy. Clan Kelly lässt unsere neue Freundin weiterbluten, wenn wir nichts unternehmen. Diese Baustelle wird von einer Kelly-Untergruppe zur Geldwäsche genutzt, die im Campton Market operiert. Alle Aufzeichnungen über ihre Schulden sind sicher dort gespeichert. Der ist aus wie ein Kiffer, Alter. So, warte mal, was muss ich jetzt machen? Ich muss schon mal kurz auf die Karte. Ah, Junge, warum ist das immer so weit weg? Warum muss ich immer da hinrennen? Guck mal, 600 Meter, Junge, wer bin ich? Du bist ein Bolt. Von einem Auto. Ich würde ungern Leute aus dem Auto rauszehren. Ich würde einfach gerne ein automatisch gesteuertes Fahrzeug klauen. Na, haben wir doch schon welche. Oder sowas. Ja, was am Straßenrand steht halt.
Ohne großartigen Verdacht. Das sieht cool aus. Boah, ich hätte auch gerne mal ein schönes Motorrad in Real Life einfach. Boah, das wäre so geil. Ich schaue mal dieses Ding hier an. Hoch. Oh Mann, ich werde wahrscheinlich so viel Zeit in diesem Spiel verbringen, ne? Einfach weil fucking Cyberpunk einfach verschoben wurde, ne? Es ist so kacke. Ich habe mich eigentlich darauf gefreut, Cyberpunk zu spielen, während ich halt auf die Next-Gen-Konsolen warte. Einfach weil ich wahrscheinlich eh keine bekommen werde von den Konsolen. Ich hoffe immer noch auf die Xbox Series X, weil PlayStation 5 ist extrem unwahrscheinlich. Die werde ich niemals im Leben bekommen. Deswegen hoffe ich immer noch so, dass ich vielleicht die Xbox One X bekomme. Die Kellys haben den Ort abgeriegelt. Ah, naja. Das Ausmaß dieser Operation ist krank. Wann ist Clan Kelly nur so groß geworden, Bro? Du suchst ein Terminal oder ein anderes Gerät, auf dem Clan Kelly die Schuldaufzeichnungen gespeichert haben könnte. Was bist du denn, Alter? Bist du für die Aufgabe nicht richtig ausgestattet? Du kannst dein Gerät gegen ein anderes tauschen, das besser geeignet ist. Was ist ein Gerät? Meint ihr das Ding in der Hose? Glaubst du, ich bin schmann genug oder was? Ob ich hier reinfahren kann mit dem Auto? Nee, ne? Kann ich hochklettern? Okay, es wäre auch zu easy gewesen. Ich will es einfach mal ausprobieren. Okay, versuch was wert. Vielleicht komme ich hier an der Seite. Haltet die Augen offen. Das Ding wurde gehackt. Die Drohnen, die alles beobachten, verleihen dieser Stadt zwar ein Gefühl von Knast, aber was für die Gesellschaft schlecht ist, kann für DedSec gut sein. Du kannst diese nervigen kleinen Spitzel hacken und damit vorauskundschaften. Sieht gut aus. Ich suche aber noch woanders. Susanne? Oh, shit. Oh mein Gott, sind die viele. Na, wo seid ihr? Ah, okay, zwei Leute sind hier noch. Drei Leute. Geht daneben. Tut mir leid, muss Alan. Tut mir leid. Was? Runter mit dir. Aus, pfui. Widerlich. Schön vorsichtig bis in Deckung gehen. Junge, was hat der für einen Lebensfallen gehabt? Halber Raid-Boss. Chill kurz. Und ich mach's schnell. Wo kommst du noch einmal her? Ich komm nicht weg. Oh. Hab dich. Bam! Okay. Du hast nichts gesehen, okay? Sehr gut. Ich merke mir deinen Namen. Mein Gott, guck mal, das sieht aus, als hätte er schon genug Scheiße in seinem Leben gesehen, ne? Guck mal, es juckt ja nicht zurück ans Handy. Ah! Er hat einfach genug Scheiße schon in seinem Leben gesehen. Scheiße, ich werde mich schaffen. Okay. Ich kann nicht einfach so außer über die Deckung schießen. Aus der Hüfte. Interessant. Ich hab gerade einfach so RT gedrückt, er steht einfach auf, weil er rennen wollte. Pfeifett. Fuck! Headshot! Boah, Digga! Das ist, was ich immer noch komisch finde, die haben alle Sturmgewehre, ne? Aber ich kann trotzdem die Sturmgewehre nicht aufsammeln. Die schießen mit echter Munition und ich mit Taser-Munition, aber trotzdem kann ich meine Munition an deren Waffen wieder auffüllen. Das verstehe ich noch nicht so wirklich, aber es ist in Ordnung. Es ist nur ein Spiel. Gut, du kannst alle Aufzeichnungen über ihre Schulden löschen, damit unsere neue Freundin ihren Hals aus der Clan Kelly-Schlinge ziehen kann. Brillant. Genau, ich suche nach dem Arschgesicht. Aus der Reichweite. Oh, vielleicht hier? Diese eine Kamera, ne, die mich immer 50 Meter weit weghaut. Perfekt. Ey, ich fühle mich aber jetzt schon mächtig in diesem Spiel, ne? Es ist einfach viel zu wild. Ich bin noch am Anfang des Spiels. Ich kann alles hacken gefühlt. Ich bin einfach Hackerman. Ich muss melden, dass das Arschloch entkommen ist. Ey. Das Arschloch hat auch Gefühle. Transfer abgeschlossen. Auch wenn ich ein brutaler Killer bin. Ich fühle diese Gefühle. Digga, die Musik hier hinten. Ich bekomme bestimmt Copyright-Probleme, wenn ich hier stehen bleibe, deswegen gehen wir mal lieber weg. Ah, Cannabis und Fantasy haben das Wunder der Genetik endlich vereint.
Ah! Echt? Oh shit, Bruder! Hey, da kann ich gar nicht böse sein. What the fuck hab ich mit ihm gemacht, Alter? Er gönnt sich aber dieses andere. Ich kann ihn rekrutieren, Alter. Alles klar. Er will bestimmt gerne für mich arbeiten. Will er bestimmt sehr gerne. Oh, da oben ist eine Maske, ne? Da ganz oben drauf. Kann ich eigentlich... Nein, hier mit die Maske einsammeln? Nee, ne? Alles gut, Bro. Keine Schulden mehr bei Clan Kelly. Wir haben deinen Arsch gerettet. Alles gut, Bro. Weißt du, ihr seid gar nicht so schlimm, wie alle behaupten. Warum trittst du nicht DedSec bei? Du willst es doch. Ja, ja, ja! Okay, cool. Ich nehme mal lieber die Knarre weg, ne? Komisch, dass es niemanden so wirklich gewundert hat bis jetzt, aber... Vollautomatische Schock-MP? Als fucking Obdachlose? Bitte? Okay. Ah ne, warte mal, ich will nicht... Warte mal, kann ich hier kämpfen? Ist hier ein Kampf in der Nähe? Lass mich mal ganz kurz gucken. Ist hier was in der Nähe? Ich glaube, hier ist was in der Nähe, ne? Ja, hier ist direkt ein Kampf in der Nähe. Machen wir auch noch fix. Wie mich prügeln. Ich muss Frust ablassen. So, nehmen wir mit. Let's go. Ich will mich mal wieder richtig prügeln einfach. Das macht so, also das Kampfsystem macht so Bock in diesem Spiel, ne? So, lass mich mal ganz kurz hier auf Team. So, das ist bis jetzt mein Team. Nicht verfügbar. Okay. Vielleicht später. Stimmt, sie habe ich auch freigeschaltet. Eine Hackerin.